Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Wir starten wieder rein. Wir haben ja in der letzten Folge zwei Provinzen auf einen Streich eingenommen. Und da wollen wir doch gleich mal gucken, wie so jetzt die Lage der Nation aussieht. Also, wir haben hier eine relativ große Armee. Da werden wir schnellstmöglich hier runterziehen und diese Stadt einnehmen und diese Stadt hier hinten natürlich auch. Gezogen haben wir auch schon soweit alles, so dass wir jetzt wirklich mal getrost weitermachen können. Halt! Ja, der Charakter. Okay, die haben doch tatsächlich was dazu bekommen. Mhm, schön. Was ist das hier? Autorität hat er also schon. Dann nehmen wir jetzt doch mal die Hingabe. Finde ich auch immer sehr cool. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Wir könnten natürlich auch ganz fies probieren, die Lugia nochmal zu annektieren. Mhm. Hier hinten passiert also auch etwas. Es schneit. Ach, wie schön. Ja, by the way, ich bin gefragt worden, warum mein Kanal nicht wächst. Ja, frage ich mich auch. Allerdings, wie schon gesagt, ich mache das hier zum Spaß und für die Leute, die mir posten und die mich gerne anschauen, mache ich das gerne. Und ich habe jetzt erstmal nicht so das Bestreben, möglichst viele Abonnenten zu sammeln. Aber, tja, wem es gefällt und wer Freunde hat, denen es auch gefällt, sage ich nicht nein, wenn ihr mich empfehlt. Das ist doch ganz klar. Ja. Ansonsten bin ich aufgefordert worden, doch das ein oder andere Mal die Gewaltmärsche einzusetzen. Und Tatsache, das werde ich jetzt auch machen. Jetzt guck mal gerade mal, hier haben wir schon 100%, hier auch. Das heißt, wir können hier mal ruhig in diese Provinz gehen. Die ist zwar auch schon zu 100% germanisch, aber wir können hier eben auch ganz gut spionieren. Mein Werk ist vorerst vollbracht. Aha, okay. Mein Können steht euch zu verdienen. Dann mach doch mal. Ich bin das Messer im Dunkeln. Krieger! Wir könnten natürlich auch mit dieser Armee gleich mal weiterziehen. Und diese Stadt hier einnehmen. Was haltet ihr davon? Das machen wir auch so. Und zwar ziehe ich mit Gewaltmarsch erstmal hier hin und... Ach so, da kann ich die nicht angreifen. Das ist aber schade. Dann kann ich genauso gut hier hinziehen. Bereit zum Kampf. Und gehe lieber mit... Leg hier einen Gewaltmarsch ein. Dann komme ich nämlich wieder bis in diese Provinz. Auch hier nochmal danke für den Tipp. Ich habe Gewaltmarsch eher immer als unvorteilhaft angesehen, weil doch ein bisschen die Moral drunter leidet. Aber ich denke, solange keine Feinde in der Nähe sind, kann man sich das gönnen. So, guck mal doch mal, was wir jetzt hier so alles anstellen können. Den da würde ich gern bauen. Und ich kann ihn auch bauen, bloß ich müsste noch eine Runde warten. Und das mache ich auch. Das mache ich auch, wirklich. Panem in Circensensis. Silesia, genau. Okay, wunderbar. Positiv. Positives Denken ist immer gut. Genau, und dann sparen wir uns nämlich 1300... Ja, dann würde es wieder nicht ganz reichen. Ich warte mal ab und dann baue ich diesen Sklavenhändler. Auch coole Sache. Moral für Geschossinfanterie. Hm. Öffentliche Ordnung pro Runde auch wahnsinnig hoch. Ja, alles ganz wunderbar, wunderbar. Hier kann ich sogar, wenn ich dann das Edikt Panem e Circenses Erlass mache... kriege ich sogar ein Einheitenrekrutierungskapazität dazu. Das finde ich auch nicht schlecht. Wir können viele tolle Sachen bauen, aber ich baue jetzt erstmal den Sklavenhändler. Das war ja ein Wunsch von euch. Und so sollten wir dann keine Probleme bekommen. Okay, dann machen wir einfach mal weiter. Wir werden jetzt natürlich so rasch wie möglich voranschreiten in der Kampagne.
auch hier nochmal, ich zeige euch das gleich auch nochmal in den Siegbedingungen, weil ich werde immer wieder angeschrieben, warum ich denn die Städte immer plündere. Nochmal, es hat seinen Grund, ich zeige es euch gleich. Wenn jetzt die Völker oben durchgelaufen sind, werde ich euch mit dieser Information beglücken. So, ihr könnt gerne der Konföderation beitreten, wenn ihr wollt. Nein, okay, dachte ich mir, dass ihr da irgendwie ein bisschen komisch drauf seid, aber... Das wird euer Untergang werden. Leider, muss ich sagen. Wenn ich ein böser Mann wäre, dann könnte ich hier böse Dinge tun. Aber ich habe, wie schon gesagt, jetzt erstmal vor, nur noch die beiden Provinzen zu erobern. Und dann werden wir uns erstmal ein bisschen konsolidieren, wie das so schön heißt. Zum anderen werden wir jetzt hier mit unserer... Ich sag mal, was ist es, eine Hexe? Stabträgerin, okay. Sagen wir mal, es ist eine germanische... Gibt es wirklich nichts mehr? Eine Heilige, ist es schon sowas wie eine Hexe, auch wenn es eine Stabträgerin ist. Für mich ist es eine Hexe. Setzt euch, der Schatten ist mein Freund. Okay, hier hat er also noch eine Armee. Frage ist jetzt wirklich... Wir könnten gleich voranschreiten. Ich sehne mich nach einem Kampf. Also bis hierher kann er anscheinend noch, jetzt könnte ich noch wahrscheinlich eine andere Geschichte machen, aber ich werde jetzt mal... Auf geht's! Wie läutet euer nächster Befehl? Vorsichtig. Naja, obwohl... Kann ich mit dem noch ein bisschen laufen? Und mit ihr hier? Nein, auch nicht. Ich gehe mal ganz vorsichtig vor. Okay. Im Schwan denke ich Böses. Und vielleicht ist ja die letzte Schlacht auch gar nicht mehr notwendig. So, dann machen wir doch mal diesen kleinen Angriff. Ich zeige euch das mal. Es ist zwar immer ein bisschen, ja, soll ich es zeigen oder nicht, aber einigen von euch machen die Schlachten trotzdem Spaß. Und ich meine, gerade jetzt, wo wir doch mal, denke ich mal, eher eine Zeit lang nicht mehr kämpfen werden, muss ich euch da schon auch dieses Schmankerl noch zeigen. Auch wenn es natürlich jetzt nicht wirklich Gegner sind, die wir hier antreffen, die unserer würdig sind. Aufstellung starten. Ja, können wir machen. Trocken oder hin oder her. Ist eigentlich egal. Wir kommen hier rein. Ich denke mal, hier hinten hätten wir auch eine gute Chance vorzustoßen. So dass ich vorschlagen werde, wir werden mit Vieren... Aber von dieser Seite kann ich gar nicht scheinbar, oder? Doch, doch, das müsste schon gehen, aber ziemlich weit hinten. Okay. Also, dann stellen wir die hier mal auf. Oh, herrlich. Bisschen verschwommen. Der Morgentau liegt noch... Halt... Die könnten vielleicht sogar schon reichen. Gruppieren wir die doch mal. Und die hier auch. Hier haben wir einmal Odins Speere. Das ist natürlich unser General. Den lassen wir mal mitgehen. Ja, und die beiden stellen wir mal auch hier so vorne ran. Und dann gucken wir einfach mal, was wird. Das sieht jetzt ein bisschen unorganisiert aus. Ist es wahrscheinlich auch letzten Endes, aber... Wir marschieren jetzt einfach mal hier vor. Und unser General, der zieht auch mal hier vor, genau wie unsere... So, okay, und ihr geht auch mal hier vor. Und mehr möchte ich eigentlich schon fast gar nicht bemühen, aber damit hier auch mal ein bisschen Ordnung reinkommt, stellen wir die natürlich auch ordentlich auf, wie sich das gehört. Na komm, nehmen wir die noch mit vor. Jetzt guckt man doch mal, wo der böse Feind sich aufhält. Sollen die doch mal wirklich kundschaften?
Aha. Da sind sie also schon. Diener Odins! Bereit! Ritt auf, Krieger! Bewegung! Damit hat er bestimmt nicht gerechnet. So, okay. Dann zieht euch mal bitte hier hin zurück. Die Krieger wollen Blut! Unsere Speere sind bereit! Ja! Jugendliche! Bereit! Gut. So, da ist einiges geboten. Mhm. Unser General macht da schon ordentlich Eindruck. Da fliehen auch schon die Nächsten. Ja, okay, also das waren mal nicht die edelsten und stärksten Krieger, die uns die Lugier hier entgegengestellt haben. Die haben ja nicht mal gekämpft. Wir haben hier noch Erfahrung dazu gewonnen, was richtig cool ist eigentlich. Gefecht beenden. Ey, da Wiederholung speichern. Nee, lieber nicht. Jetzt gucken wir doch gerade nochmal. Schon. Ich denke wieder an der einen oder anderen Stelle. So, also auf alle Fälle hier, die haben ihre nächsten Meriten sich verdient. Jawohl. So, auch in diesem Fall muss ich leider sagen, ich raube aus. Ich erwarte eure Befehle. Und nehme ein. Ich sehne mich nach einem Kampf. So, und jetzt nochmal. Ich zeig's euch gerne nochmal. Also, wir haben ja Ziele zu erreichen. Und zwar die grundsätzlichen Kampagnenziele. Und nachdem ich eher auf den militärischen und auf den wirtschaftlichen Sieg oder den wirtschaftlichen Sieg gehen werde, muss ich für den militärischen Sieg 50 verschiedene Siedlungen niederreißen oder ausrauben. Da habe ich erst 8 Stück. Also das ist eine ganze Menge. Und deswegen mache ich gleich von Anfang an hier Druck auf diese Zahl, weil es wird dann schwer genug. Klar könnte man jetzt sagen, ja, warum gerade am Anfang ausplündern und so. Ich möchte es abhaken. Und wenn ich das habe, dann, ich denke mal, dass es mir leichter fällt, die germanisch kontrollierten oder die von der Kultur her germanischen Provinzen leichter unter Kontrolle zu kriegen, wie wenn ich jetzt zum Beispiel in Griechenland einfall, wo dann 100% Hellenismus vorherrscht und ich dann auch zusätzlich noch plündere. Nur so als Beispiel, da fällt es mir, glaube ich, doch leichter, wenn ich da die germanische Kultur einfach verbreitet habe oder verbreitet ist und ich dann plündere. Ich glaube, dann verzeihen die mir das eher. Und jetzt hier zum Beispiel beim wirtschaftlichen Sieg 30 verschiedene Siedlungen nieder oder raubt sie aus, ja. Deswegen mache ich das. Okay? Jo. Die Sueben haben wir schon. Wir müssen Britannien, Aquitanien, Cardiginensis, Italia müssen wir einnehmen. Das ist wahrscheinlich das hier oben, das Norditalien. Und Dakien. Ja. Und mindestens 180 Einheiten, wobei wir es 47 haben. Da kommt echt Stimmung auf. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier so anstellen. Ja, jetzt werden wir auf alle Fälle mal wir setzen jetzt trotzdem nochmal auf die Wirtschaftsgebäude. Okay. Öffentliche Ordnung, was ist das denn? Schrein der Frick plus 8. Mann, ganz schön viel. Aber ich wollte ja unbedingt, und das werde ich jetzt auch tun,
irgendwo. Es gibt einen Platz, du weißt schon wo. Genau hier werde ich jetzt mal so einen Sklavenhändler bauen. Oder ist das hier an der Stelle noch vergeudet? Schwierige Frage. Unseren Ausgaben widmen wir uns gleich. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier oben passiert. Da haben wir schon alles gezogen, schade aber auch. Hier haben wir natürlich auch wieder eine schöne Provinz eingenommen. Sklavenhändler. Das ist halt leider nur so eine provinzabhängige Geschichte. Und diese Provinz hat nur zwei. Jetzt weiß ich halt nicht, ob das an der Stelle nicht sogar vielleicht ein bisschen vergeudet ist. Und hier könnte ich mir halt die Langbogenjäger holen, ne? Es ist so verlockend. Ach nee, das sind die Garnisonen. Jetzt gucken wir nochmal so ein bisschen durch. Hier können wir auch nur die Fischlis bauen. Die germanische Balliste können wir dann bauen. Speerbrüder. Ich denke mal, die sind auch nicht schlecht. Gucken wir mal. Wir haben ja Zeit. Uns drängt ja keiner. Das hier sind die Speerbande. Aber wir sind ja bei den Sweben und deswegen sind das die Speerbrüder. 28, 40. Und die sind jetzt so viel besser als die anderen, oder wie? Ja. Das ist aber alles nicht das, was ich so unbedingt möchte. Minus zwei Nahrung. Ich baue jetzt mal meine Kernlande erst aus. So werde ich es machen. Ihr könnt mich gern rügen für mein Vorgehen. Wohlstand. Wohlstand durch Gebäude. Oder doch. Ihr seht schon, ich bin ja fast wie eine Frau beim Schuhe einkaufen. Hey. Es ist echt schwierig. Es ist echt schwierig. Ach komm, wir machen den Sklavenhändler. Das haben wir uns vorgenommen. Also machen wir es auch. Und dann werden wir hier öffentliche Ordnung 13. Das könnten wir gerade so verkraften. Hier haben wir öffentliche Ordnung 6. Balliste. Ja komm, dann können wir hier die Speerbrüder machen. Langbogenjäger, das ist aber auch nicht so verkehrt. Eieiei, das sind Entscheidungen. Wir sparen ein bisschen Geld an dieser Stelle und gucken mal, ob wir hier hinten nicht sogar noch... wir haben ja geplündert. Das kommt mir jetzt gerade so. Nimmt mir auch so ein bisschen die Entscheidung ab. Genau. Wo ist denn da ein Hafen? Aha. Ach, da oben. Okay. Okay, okay. Wie kann ich von Nutzen sein? Dann machen wir mal weiter. Mal gucken, ob der Lump da unten uns angreift. Ob er sich traut und einen Ausfall macht. Naja, und ich würde sagen, unser nächstes Angriffsziel wird dann die Britannische Insel sein. Okay. Ihr habt gesehen, er zieht hier seine Kreise. Wenn auch nicht ganz weise.
Ach, ich liebe es zu reimen und zu dichten. Drum erzähle ich auch so gerne euch Geschichten. Ja. Das ist mir völlig schnurzepiep egal. Setzt euch und teilt. Guck mal, das ist jetzt natürlich bitter für ihn. Er zieht genau in die Lande, wo ich meine Hauptarmee stehen habe. Aber da oben hat er auch was rausgezogen. Ich denke, wir werden ihn jetzt zweimal vernichtend schlagen. Aber das ist mit Sicherheit eine Geschichte, die ich euch in der nächsten Folge erzählen werde. Denn sonst dauert das zu lange. Und ihr wisst ja, ihr habt ja selber gesagt, so von wegen, ich solle doch bitte nicht so lange Folgen machen. Und daran halte ich mich natürlich gerne. Zwei Runden hier, zwei Runden da. Öffentliche Ordnung steigt nochmal. Minus Rekrutierungskosten schon so, blablabla. Okay. Waffen der Stufe 1. Speerbrüder. Jetzt lasst mich trotzdem nochmal kurz was schauen. Wir könnten ja hier wahrscheinlich rekrutieren. Na, das meine ich nicht, sondern ich meine das hier. So. Wir können halt schon Odins Speere machen, ne? Und die sind eigentlich gleich nochmal viel besser als jetzt zum Beispiel die Heerbandspeere. Allerdings kosten die im Unterhalt 120 und Rekrutierungskosten 830. Ich finde es hier übrigens ziemlich cool gemacht. Nach Fraktionen sortieren. Bitte gib mir mal die Sweben aus. Adelsreiter. Heerbandsperre, okay. Aber das meinte ich nicht. Berserker auch nicht. Blutgeschworene auch nicht. Germanische Jugendliche, wir kommen der Sache näher. Germanische Stammeskrieger. Ist ja gar nichts. Onager. Das will ich alles nicht. Ja, das zieht sich jetzt hier wie die Nachtjäger. Die sind bestimmt auch nicht schlecht. Ja, sind aber auch recht teuer. Oh, guck mal. Das ist natürlich cool. Ich krieg jetzt bald die Nachtjäger, weil ich den Sklavenhändler baue. Ja. Komm, wir bauen hier die Balliste. Zuerst. Ich meine, ich werde ja später hier noch die Städte erweitern können. Das hoffe ich jedenfalls. Und dann kann ich da immer noch handeln. Okay, es hat mir wieder wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit euch diese Runde zu spielen. Wie schon gesagt, in der nächsten Runde haben wir einiges zu tun. Und in der nächsten Folge. Und ja, ich freue mich darauf. Bis dann, euer Don Firenze.